Herzlich willkommen in der Grundschule Quirin. Unser Schulsprengel Bozen Stadtzentrum besteht aus 4 Schulstellen. Die Mittelschule Josef von Aufschneider, die Mittelschule Egaliens in Haslach, die Grundschule Rudolf Stolz in Haslach und die Grundschule Quirin. Unser Sekretariat befindet sich im Gebäude der Mittelschule Josef von Aufschneider in der Leonardo da Vinci Straße. Wenn Sie etwas Organisatorisches zu erledigen haben, dann bitten wir Sie, dort anzurufen und nicht bei uns in der Schule. Genau. Bitte rufen Sie nur in der Schule an, wenn Sie das Kind morgens abmelden wollen, weil es krank ist. Und das aus diesem Grund, dass wir an der Grundschule Quirin kein Sekretariat haben und somit nur die Lehrpersonen abheben können. Die Einschreibungen. Alle Kinder, die bis 31. August 6 Jahre alt werden, können im Herbst die erste Klasse besuchen. Genauso können die Kinder, die bis zum 30. April des Schuljahres, auf das sich die Einschreibung bezieht, das 6. Lebensjahr vollenden, die Grundschule Quirin besuchen. Die Einschreibungen finden im Jänner statt, und zwar vom 7. bis 24. Die Einschreibungen sind allerdings nur mehr online möglich. Und zwar gibt es da 2 Möglichkeiten. Entweder man hat eine aktivierte Bürgerkarte oder eine digitale Identität Speed. Wir lassen Ihnen hier auch den Link zur Einschreibung. Unsere Unterrichtszeiten sehen normalerweise so aus. Normalerweise deshalb, weil mit Covid-19 im Moment alles ein wenig anders ist. Um 7.55 Uhr sollten die Kinder vor der Schultür stehen, die Türen werden geöffnet und um 8 Uhr beginnt der Unterricht. Um 10.30 Uhr gibt es eine 15-minütige Pause, die wir allerdings meistens etwas überziehen. Nicht laut sagen. Zum Mittag endet der Unterricht um 12.45 Uhr. Für die erste Klasse findet der Nachmittagsunterricht statt, nur am Donnerstag statt, und zwar von 14 Uhr bis 15.45 Uhr. Es besteht im zweiten Halbjahr die Möglichkeit, ein Wahlfach am Mittwoch zu besuchen von 14 bis 15 Uhr. Und ab der zweiten Klasse gibt es dann auch am Dienstag den Nachmittagsunterricht, und zwar von 14 bis 16 Uhr. An der Grundschule Quirin gibt es folgende Fächer: Mathematik, TECU, Technik und Kunst, Italienisch, BUS, Bewegung und Sport, Deutsch, Religion, GGN, Geschichte, Geografie und Naturkunde, Musik und ab der vierten Klasse Englisch. Es gibt auch den Wahlbereich. Das Wahlpflichtfach findet am Vormittag statt. Und das Wahlfach findet am Nachmittag statt. Wir befinden uns in einem Schulhaus, das nicht der Gemeinde gehört, sondern wir sind hier in Miete. Und zu unserer Schule gehört vom ganzen Gebäude das Erdgeschoss und das Untergeschoss. In den höheren Stockwerken befinden sich normale Wohnungen. Wir haben einige Außenstellen, denn an unserer Schule gibt es keine Turnhalle. Aber dafür haben wir die Möglichkeit, 2 Turnhallen zu nutzen. Wir können entweder in der Grundschule, in der Mittelschule Aufschneider turnen oder in den Schulsportanlagen auf den Tal verwiesen. Eine weitere Außenstelle ist unsere Bibliothek. Eigentlich sind wir eine 5-klassige Schule und die Bibliothek befindet sich im Untergeschoss. Da wir im Moment 6 Klassen hier haben, musste unsere Bibliothek in die Mittelschule Aufschneider ausgelagert werden. Eine weitere Außenstelle ist unsere Mensa.
Die Kinder der Grundschule Quirein können die Mensa in der Grundschule Dante besuchen oder auch im Pausenhof. Im Pausenhof nehmen die Kinder dann das Mittagessen von zu Hause mit. Dieses Angebot wird sehr geschätzt und viel genutzt. Eine dritte Möglichkeit für die Mittagspause ist natürlich, dass die Kinder zu Hause essen und dann wieder am Nachmittag in die Schule kommen. Diese Möglichkeit wird allerdings von nur wenigen Kindern wahrgenommen. Das Angebot, das selbst mitgebrachte Essen in der Schule zu verzehren, ist natürlich ganz gut angekommen bei den Familien, weil bis man in der Dante-Schule ist, dort das Essen bekommen hat und wieder an die Schule zurückkehrt, geht eigentlich schon der Nachmittagsunterricht los. Die Kinder, die hingegen hier bleiben können, die nehmen ihr Essen an und haben dann noch viel Zeit zum Spielen und miteinander zu verbringen, bis der Nachmittagsunterricht wieder losgeht. Unser Schulhof ist eigentlich das Herzstück unserer Schule. Der Schulhof, der wird so geschätzt und von den Kindern genossen und auch die Lehrpersonen lieben ihren Pausenhof. Wir haben im Schulhof ein Fußballfeld und alle anderen Spiele werden von den Klassen mit nach draußen genommen und von allen genutzt. Alle anderen Spiele, das sind zum Beispiel Stelzen oder Weichfrisbees. Springseile. Genau. Sich die Kinder. Genau. An unserer Schule wird auch viel gefeiert. Wir beginnen das Schuljahr mit dem Laternenumzug am 11. November. Dort nehmen die Kinder der ersten Klasse teil und alle anderen Kinder können natürlich freiwillig daran teilnehmen. Jedes Jahr besucht auch der Nikolaus unsere Schule. Und dann gibt es abwechselnd zur Weihnachtszeit den Quirainer Advent, der einmal in der Woche in den Schulen stattfindet. Dort werden die Klassen aufgelöst und es finden einfach Weihnachtsaktivitäten statt, an denen die Kinder teilnehmen. Und abwechselnd dazu gibt es dann die Weihnachtsfeier, die in einem größeren Theatersaal stattfindet und alle Klassen stellen da etwas vor. Und die Eltern werden natürlich eingeladen, auch mit ihren Familien. Genau. Das neue Kalenderjahr startet dann mit Fasching. Dort kommen die Kinder und Lehrer verkleidet in die Schule und man spielt zusammen Tombola. Jedes Jahr gibt es dann auch noch ein Schulabschlussfest, das bei uns im Pausenhof stattfindet. Normalerweise am letzten Schultag oder am vorletzten Schultag. Genau. Anschließend gibt es dann meistens einen kleinen Umtrunk, bei dem man sich dann gemeinsam verabschiedet und noch ein paar nette Worte austauscht. Wir haben auch viele Projekte in unserer Schule. Theaterspielen wird ganz groß geschrieben. Auch Theaterbesuche natürlich. Einmal monatlich singen wir gemeinsam. Dann haben wir eine ganz tolle und schon langjährige Zusammenarbeit mit dem VKE. Das heißt, der Spielebus kommt auch regelmäßig an unsere Schule in unserem Pausenhof mit riesengroßen Spielgeräten. Die Verkehrserziehung wird groß geschrieben. Also wenn wir üben, wie man eine Straße überquert, dann erkennt man das daran, dass die Talverbrücke blockiert wird, weil wir immer in Zusammenarbeit mit der Stadtpolizei auf den Zebrastreifen die Brücke überqueren. Und wir haben das Glück, eine tolle Zusammenarbeit mit dem Schulbibliotheksdienst in Bozen zu haben. Dieser Dienst stellt uns oder führt für uns an unserer Schule immer ganz tolle Bibliotheksaktionen durch. Weiters haben wir auch die Bewegungspause, die in den Zwischenpausen stattfindet während dem Schulunterricht, damit sich die Kinder auch im langen Stundenblock zwischen den Pausen auflockern können. Ganz wichtig, die Klassenpatenschaft. Das ist
ist eine Patenschaft zwischen den Fünftklässlern und den Erstklässlern. Jedem Kind der fünften Klasse wird ein Kind aus der ersten Klasse zugeteilt und die Kinder freuen sich meistens schon in der vierten Klasse darauf, diese Patenschaft zu übernehmen. Das heißt, die Kinder der fünften kümmern sich dann ein bisschen um die Kinder der ersten Klasse. Sie helfen ihnen beim Schuhbinden. Es werden gemeinsame Aktionen durchgeführt, wo die Großen dann die Kleinen unterstützen. Genau, das können Bastelprojekte sein oder auch die fünfte Klasse liest den Erstklässlern vor. Oder sie hilft ihnen auch im Pausenhof, indem sie ihnen Spiele zeigt, mit denen die Kinder eben spielen können und die Zeit verbringen können. Wir haben seit dem letzten Jahr in der ersten Klasse mehr Turnstunden. Das haben natürlich alle Schulen in Südtirol. Wir haben jetzt 3 Turnstunden in den ersten Klassen. In den anderen Klassen sind es immerhin noch 2. Und Sie merken schon, Sport wird groß geschrieben an unserer Schule. Hier sehen wir einige Eindrücke aus der Kletterhalle oder eben beim Sporttag, der jährlich stattfindet und den die Eltern mit uns gemeinsam gestalten. Die Eltern betreuen die Stationen und natürlich unseren geliebten Eislaufplatz, den wir wirklich ganz fest nutzen. Und schon so manche Quirainer haben in der Schule das Eislaufen gelernt. Ausflüge. Wir machen einen gemeinsamen Herbstausflug. Die ganze Schule geht gemeinsam irgendwo hin und verbringt gemeinsam einen Tag. Im Laufe des Schuljahres gestalten dann die verschiedenen Klassenräte den Unterricht. Und natürlich auch mit Lehrausgängen, kleineren Lehrausgängen oder kleineren Lehrausflügen. Und im Mai findet dann der Maiausflug statt. Da teilen wir uns in kleineren Gruppen auf. Die Gemeinde Bozen hat immer wieder ganz viele tolle Angebote für die Kinder ihrer Stadt. Da gibt es eine eigene Broschüre, wo die Lehrpersonen dann zu Beginn des Schuljahres das Jahr bisschen durchplanen. Was uns noch wichtig ist, unsere Schule ist ein Ort des Zusammenlebens und Lernens und wir legen Wert auf ein gutes Miteinander. Ja, wir haben auch das Glück, an unserer Schule ein spezialisiertes Team für die Früherkennung und Frühförderung zu haben. In den Bereichen Deutsch, Lesen und Schreiben und Mathematik werden Screenings durchgeführt in den ersten Klassen und aufgrund von den Ergebnissen dann die Kinder dementsprechend auch gefördert. Die Lernberatung, die findet auch regelmäßig statt. Das heißt, jedem Kind wird eine Lehrperson als Lernberater oder Lernberaterin zugewiesen und in Einzelgesprächen findet dann eine Lernberatung statt, wo natürlich auch die Eltern dann mit einbezogen werden. Genau. Hier finden Sie einen Link, wo Sie 10 Tipps zum Schulanfang finden. Sprachenvielfalt wird an unserer Schule nicht nur groß geschrieben, sondern auch täglich gelebt. Genau. Und für alle Kinder, die nicht deutscher Muttersprache sind, gibt es hier ein paar Buchempfehlungen, damit sie die deutsche Sprache noch ein bisschen üben können und somit besser in der Schule starten können. Wir haben an unserem Schulsprengel eine Sozialpädagogin, Frau Claudia Braun, die uns tatkräftig unterstützt. Wenn wir sie einladen, kommt sie auch zu uns an die Schule, um einfach mitzuhelfen bei Kindern in besonderen Situationen. Wir machen auch gemeinsam manchmal Projekte, auch um die Klassengemeinschaft zu stärken. Genau. Wichtig ist, die Sozialpädagogin wird von uns Lehrern gerufen und nicht von den Eltern.
Was uns noch wichtig ist, unsere Schule stellt Schülerinnen und Schüler in den Mittelpunkt. Und hier haben wir eben ein Bild von der Patenschaft, von der wir kurz eben gesprochen haben. Unsere Schule ist bestrebt, Lerninhalte kindgerecht zu vermitteln. Hier sehen wir ein Bild von einem Sporttag. Die Gemeinschaft ist, wie gesagt, ein ganz großer Punkt in der Grundschule Quirin, weil wir eine sehr familiäre Schule sind. Was wir aber auch ehrlich sagen müssen, wir sind eine traditionelle Schule mit sicher auch offenen Unterrichtsformen, aber auch mit Frontalunterricht. Und wir sind überzeugt, dass es einfach die gute Mischung ausmacht. Vielen Dank.